So, hallo, ich begrüße euch zum DLC von Cadence of Hyrule. Ich habe gerade, als das Spiel gestartet wurde, kam schon die Nachricht, du kannst nun als Octavus spielen. Wir gucken mal, wie ich das jetzt hinkriege. Wahrscheinlich nicht, indem ich in meine alte Datei reingehe, oder? Ich bin mir nicht sicher. Glaube nicht, dass ich hier mich in der Oktavo. Optionen? Nein. Wahrscheinlich muss ich ein neues Spiel starten, kann das sein? Neues Spiel? Ach hier, Handlungsmodus. Da kann ich Oktavo auswählen, hieß es. Du erlebst die Handlung, dieser Modus wird für den ersten Durchgang empfohlen. So, da kann ich nämlich, genau, spiele eine alternative Handlung mit Octavo. Das ist das DLC. Und dann gab es ja noch das ganze Zeug hier. Aber Handlungsmodus Octavo, genau das wollen wir spielen. So. Mitglied Allegro, gnadenlos, nein. Sieht egal. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem, wie groß das sein wird. Okay, wir starten hier. Ich muss wieder reinkommen, wie das war vom Spiel her. Für dich werde ich nicht mehr wahrsagen, du tu nicht gut. Okay. Da gab es offensichtlich eine ungute Vorhersagung. Verstehe ich gar nicht. Okay, wir haben schon eine Waffe. Wir haben keine Rubine, nichts. Wir werden einfach rausgeschmissen. Okay, kann ich das noch? Oh, ich... Was habe ich denn für eine Art Angriff? Ich greife ja seitlich alles an. Oder auch nicht. Irgendwie greife ich diagonal an. Und geradeaus. Yo. Nice. So. So, jetzt will ich aber erstmal hier in Erfahrung bringen, was hier überhaupt Sache ist. Aber wir werden hier einfach reingeworfen. Okay. Wir haben keine Was für Waffen haben wir denn? Was ist das? Die Laute habe ich schon. Die Laute kann man auch wirklich zu jedem aktivieren. Okay, das ist wie das Dings von Link. Okay, ist das jetzt nochmal das komplette Spiel, nur als Octavo? Muss ich alles nochmal machen? Und was für eine Waffe hat... Ich habe im Moment wahrscheinlich sind das irgendwie seine Hände dann, mit denen er angreift oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Waffe. Ich habe eine Fackel. Ich habe eine Schaufel, aber das ist ja keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Aber ich greife mit irgendwas an. Das sind wohl meine Hände. Keine Ahnung. Okay. Ja, dann laufen wir einfach mal ein bisschen rum. Gucken. Was passiert? Ist ja dann auf jeden Fall sinnvoll, immer schön zwei mitzunehmen. Das ist auf jeden Fall gut. Mache ich das jetzt hier? Wie komme ich da plötzlich hoch? So komme ich da ja auch nicht hoch. Wow! Hier wollte ich mit Sicherheit hin. Nice. So, nur noch den Magier. Sweet. Und wir kriegen einen Bogen. Das ist schon mal super gut. Denn... Den hatten wir bisher noch nicht.
So, sehr gut, sehr gut. Okay. Wie war das? Musste ich irgendwie speichern oder hat er das automatisch? Ich weiß es nicht mehr. Gott, ich weiß, das kann das Spiel nicht mehr, ne? So, aber wie komme ich an die Truhe da oben? Gut, an sich waren die Truhen ja nie sonderlich dramatisch wichtig, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ich komme so halt nicht hoch. Ich kann das darüber schieben, aber dann komme ich nicht... Hä, wie komme ich... Ich hab's vergessen, wie das geht, ne? Ich kann das da ja rumschieben, aber ich komme ja... Ich habe da ja keine Option, den so zu schieben, dass ich da hochspringen kann. Ich müsste den zweiten da hochbekommen. Ah, ja, man kann ja später irgendwie die Dinger... Konnte man doch irgendwie tragen oder... ist ja egal. Vielleicht brauche ich das wirklich dafür. Egal. Also was für mich das Wichtigste wäre, eigentlich wäre echt so eine Lanze. Oh, nicht das Huhn angreifen, Octavo. Auch wenn du böse bist. Das Huhn wird nicht angegriffen. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ring der Gesundheit heilt ein halbes Herz für 5 besiegte. Achso. War das das, was ich eingesammelt habe? Oder habe ich irgendwas anderes eingesammelt? Das sah so komisch aus. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Das Huhn ist doch wohl kein Gegner. Das habe ich gesehen, da war ein Schmetterling drauf. Ah, da ist wohl ein versteckter Gegner noch irgendwo. Der so aus der Erde rauskommt, ne? Ja, genau, der da. Ach, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Lol. So, auch hier wieder. Doch, an die komme ich ran. An die Truhe komme ich ran. Was habe ich jetzt? Obsidian-Fackel erhöht dein Sichtfeld abhängig von deiner Beat-Kombo. Okay. Ach, da habe ich meine andere Fackel. Ja gut, meinetwegen. Ist egal. So, da gehen wir jetzt mal hier in den Geheimgang. Und noch so ein Kampf. Ich habe nur ein Herz. Das kann ich erst machen, wenn ich aufgeladen bin. Und hier kann man uns aufladen. Sehr gut. Sweet. Und einmal speichern. So. Geben mir die Feen denn hier auch was? Okay, die interessiert sich überhaupt nicht, ob das Octavo ist oder nicht. Die... Okay. Aber ich bekomme hier schon mal nicht... Aber ich glaube, das war auch gar nicht in jeder Feenhalle, oder? Dass man da in jeder Feenhalle das Zeug bekommen hat. Kann ich hier irgendwas tun? Scheint nicht so. Okay. Gut. Hier noch irgendein Geheimdings. Sollen wir uns mit 3 Herzen mal an das Monster rantrauen? Ja, ne? Kriegen wir. Nein, hör auf, den anzugreifen. Kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Ich habe ja Bogen. Theoretisch kann ich Bogen probieren. Oh, das war knapp. Oh, der ist ein bisschen... stärker als der andere. Okay, das Ding gibt es auch wieder. Das heißt, wir kaufen uns auf jeden Fall einen Herzcontainer. Dann muss ich ja sowieso mal sterben, um die Herzcontainer zu bekommen, ne? Alles andere brauche ich mir eigentlich nicht kaufen. Das kriege ich automatisch, den ganzen Kram. Hast du mir was zu sagen? Nichts anderes als bei Link. Okay.
Aber da müssen wir auf jeden Fall mit der Zeit wieder zurück. Da sind wir noch nicht fertig. So, aber meine ganzen Rubine sind weg, ne? Ja. Ah. Ja gut, das wird am Anfang wieder ein bisschen öfter passieren. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass der so krass ist. Ich habe das nicht mehr gewusst. Blöd gelaufen. Ich würde wirklich erst sowas machen, wenn ich ich will auf jeden Fall eine Lanze haben, relativ bald. Eine Lanze wäre schon sick. Oh, der schießt aus dem Wasser hier. Frech wie er ist. Wait, habe ich überhaupt ein Schild? Mein Link konnte ja Sachen abwehren. Oh Mist. Ah! So, wo ist jetzt noch ein Gegner? Das liegt da hinten. Nein. Irgendwo im Wasser muss noch was sein. Ah, vielleicht die Bombe da oben. Ist das eine Bombe? Da war noch einer. Das war ja frech. Okay. So, hier kann ich hoch. Was nützt mir das jetzt hier? Nix. Bin ich denn hier auf der Karte gerade? Das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Ach so, da bin ich. Uff. Aber was passiert eigentlich, wenn ich als Octavius in so einen Tempel gehe? Ich meine, als Link haben mich da ja dann die Viecher erwartet, die... Okay, ich habe kein Schild. Die da halt waren. Okay, ich gehe mir erstmal heilen. Oh, jetzt sind hier wieder Gegner. Okay, vielleicht verdient er Diamant. Gerne. So, heil mich mal. Dankeschön. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wo ich sowas wie ins Lanzen herkriege. Ah, Dekokern ist wichtig. So, jetzt muss ich irgendwie da oben hinkommen. Aber ich habe keine Option, da hinzukommen. Kann ich da einen Pfeil hochschießen? Nein. Ach, ich bin ja dumm. Nee, jetzt hüpft er da gar nicht hoch. Ach, da ist eine... Da ist halt einfach mal eine Treppe. Okay, ich bin halt wirklich dumm gewesen. So. Was haben wir hier drüben? Noch was Relevantes? Nein, aber dann machen wir das kurz für Diamanten. Und Rubine, die ich eh wieder verlieren werde. Aber es ist hier kein Geheimgang, ne? Da ist kein Schmetterling auf den Dingern drauf. Ach, da ist eine Truhe. Die sehe ich jetzt erst. Aber auch die ist jetzt nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Haha. Versteht ihr, weil es eine Fackel der Weisheit war. Okay. Und da drüben war ich schon, ne? Genau, da haben wir angefangen. Dann könnte ich mir jetzt allerdings so einen Heiltrank holen. Dass das in Zukunft nicht mehr passiert, dass wir so schnell sterben. Ah, da oben ist noch einer. Mist. Nice. So.
Ah, wie viel kosten die? Viel zu viel, ne? Ach, und ich habe nicht mal eine Flasche. Das ist ja blöd. Ich habe ja nicht mal eine Flasche. Ja, da brauche ich erst eine Flasche für den Quatsch. Oh mein Gott. Da ist auf jeden Fall ein Geheimgang. Ich frag mich gerade, was passiert, wenn ich links Haus finde. Wenn ich da rein kann. Wo ist noch... Da ist noch ein Gegner. Ah, leider nur einer. Weil ich dumm war. Ah, ich will den nicht immer hauen. Nice. Jetzt kann ich mir so einen Trank leisten. Soll ich das jetzt für solange ich 4 Herzen habe, schon machen, ist halt die Frage. Ach, ich habe ja keine... Es ging ja nicht ums Leisten, es ging um die Flasche. meine Erinnerungsgabe ist unfassbar, ne? So. Okay, das ist einfach nur für Feen. Ich habe aber keine Flasche dabei. Kann mich auch wieder rausgehen. Das war nutzlos. Okay, da ist eine interessante Truhe. Aber da ist nur ein Ring drin. Weiß nicht, ob ich das dann... Dann machen wir das kurz für Dings. Für so... Ach, da ist aber auch ein Geheimgang wieder. Nice. Diamanten sind wichtig. So. Ja, aber im Moment habe ich hier keinen Ring, dann nehmen wir den einfach mit. Und stimmt, ich sehe ja auch hier auf der Karte, was wo ist. Wobei, ist das schon eingezeichnet? Ich habe die ganzen Amulette noch nicht. Ah, Mist. Okay, hier gibt es wieder einen Bossfight. Die Frage ist, gegen was? Trauen wir uns? Wir trauen uns. Okay, ganz normaler Bossfight. Wollte gerade sagen, kein Problem und dann laufe ich da rein. Ich bin eine Nuss, bin ich. Das hätte ich schaffen können. Aber wir wollen ja eh uns das nächste Herzteil holen. Deswegen habe ich das natürlich gemacht. Ach, Mann. So, und schon Schlüssel kann man auch immer mitnehmen. Ah, ich bin so eine Nuss, ne? Ah, ich kann nicht dahin. Ich kann nur dahin. Ja, klar. So den Chica-Statuen kann ich ja noch. Gut. Holen wir uns gleich mal wieder die Diamanten zurück, die wir gerade hergegeben haben. Ist das echt nochmal das ganze Spiel als Octavo jetzt? Es muss ja irgendwo dann was anders sein, theoretisch. So, rein von der Logik her. Komm mal her, Kollege. Aber vor allem die Story muss ja anders sein. Na gut. Erstmal spielen wir das nochmal so, wie es schon immer war. Okay. Cool. So. Ich kann es nicht lesen, aber ich nehme es mit. Ach, Fackel der Weisheit war das wieder. Ach, ich lerne das auch einfach nicht. Da war doch gar nicht. Wo war denn dieser Geheimdings gerade? Hier war das. Hier muss ich nochmal rein. Dann aber mit mehr Geschick dadurch. Das war ja peinlich. Aua. So
viel zum Geschick übrigens. Okay, kriegen wir nochmal Herzen? Hier nicht. Den Ring nehme ich noch mit. Dann hole ich mir hier auch wieder Herzen. Jawoll. Gut, Herzen geholt. Was war hier eigentlich für ein Geheimdings? Ach, hier war der Raum, wo ich gestorben bin. Ja, dann gehen wir hier nochmal rein. Aber das lief doch schon deutlich besser. Oh, das muss ich mit der Bombe zünden. Oh, das war knapp jetzt sogar, ne? Wir hätten schon fast wieder Quatsch gemacht hier. Feuerpfeile! Juhu! So. Ich glaube aber, die habe ich nie wirklich eingesetzt. Ich glaube, so Pfeilkrams habe ich ganz selten mit dem Bogen habe ich gearbeitet, ne? Aber gut, ich freue mich trotzdem über Pfeile. So. Na, ich freue mich über alles, was hier Status-Items sind. Das ist schon gut. So. Wir brauchen was zum Heilen. Gleich wieder sterbe. Ist dumm. Da ist eine Höhle. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Da sind ganz viele Blätter. Die könnten Herzen haben. Ja, sie könnten es aber auch lassen. Wow, 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 Freund. Wieder kein Herz. Ich hatte gerade Bedenken, aber es ging gut. So. Den Stein muss ich da runterpfeffern. Den schieße ich ab. Das machen wir nicht. Oioioioioi. So, was steht hier drauf? Gefahr, Betreten verboten. Das klingt doch gut. Oh, shit. Ich glaube, da will ich gerade wirklich nicht rein. Aber da will ich... Ah, da gibt es aber nur, in Anführungszeichen, nur 3 Diamanten. Also die Truhe ist eigentlich gar nicht relevant für mich. Wait, ich komme nicht... Ah, ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht raus, aber... Das war ja einfach ein normaler Eingang. Okay, da ist ein neuer Shika-Stein. Das müssen wir auf jeden Fall auslösen. Dann kriegen wir hier auch unser Energie gleich wieder. Sehr gut. Und da ist was zum Sprengen. Sehr schön. Oh, ich habe die Musik ja schon so ein bisschen vermisst. Komme ich da hoch? Ah. Das war nicht, was ich wollte. Nein, ich komme nicht runter. Ernsthaft? Ebenso. Hä, wo ist denn jetzt noch ein Gegner? Oh no. Ach, da oben. Oh, wie mache ich das denn jetzt wieder? Ohne den Beats vor allem zu verlieren. Super. Kann ich eigentlich nur mit dem Pfeil und Bogen machen, oder?
Ja, jetzt ist eh vorbei. Aber die Stiefel sind ganz cool. Damit kann man nämlich sowas hier machen. Trotzdem verkackt. Was soll's. So, hier ist neuer neuer Teleport. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Zack, zack, zack. Was haben wir hier drin? Ja, kann man kurz machen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber gibt wieder Diamanten. So verpasst die Geschichte. Und einen Ring. Ja gut, ich habe halt gerade keine Läden hier. Aber sollten wir spontan einen finden, könnte ich ihn da nutzen. Da ist ein Schlüssel drin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da geht's in die Wüste runter. Weiß nicht, ob ich da schon hin will. Oh. Na danke jetzt. Eigentlich wegen dem blöden Stein da den... Ja. Und die Räderchen müsste ich anscheinend auch wieder sammeln. Ich glaube, man muss wirklich alles nochmal machen. Uff. Also ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, das alles nochmal zu sehen. Ich versuche es wirklich schnell zu machen. Oh, wir sind in Kakariko. Hier ist Kakariko, das ist doch schon mal cool. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Story. Da ist nämlich Zelda. Die schläft. Das interessiert die auch nicht. Wahrscheinlich schläft Link in seinem Haus dann auch einfach nur. Und das ist alles, was dabei passiert. Okay. Hier sind Herzen. Gott, was war denn hier mit dem... Irgendwas war mit dem Friedhof auch, ne? Ich sammle auch Schaufeln, ja, ja. Konnte ich hier irgendwas tun? Ach ja. Ah, was war denn hier drin wieder? Ich habe es komplett vergessen, ne? Wir spielen es jetzt einfach mal schnell durch. Also gut, es ist schnell mal durch. Könnte sich als ein kleines Problem erweisen, wenn ich mich weiter so anstelle. Ah, dann haben wir hier gleich einen Laden. Das ist ja auch gut. Schön auf die Herzen gucken. Gehen wir mal zum Laden. Nicht, dass mein Ring noch ausläuft. So, was hast du für mich? Graben. Leider nichts, was ich haben wollte. Ärgerlich. Ja, die Dinger kenne ich gar nicht. Sind die neu oder habe ich die damals einfach nicht berührt? Ah, Mist. Hier ist irgendwas drin. Da hat es geglitzert. Nice. Okay, hier ist ein Bosskampf. Schaffe ich den schon? Achso, sind ja, ja, ist ja nur so ein Mini-Viech. Okay, und jetzt kriegen wir hier unseren Schlüssel. Mit dem wir eigentlich da drüben erst das hätten öffnen können, aber wir haben ja schon einen Schlüssel dabei. Also das war jetzt eigentlich nicht notwendig. Das machen wir halt der Vollständigkeit halber. So, solange ich die Schwebestiefel habe, kann ich mir die Sachen sogar holen. Sogar ganz cool. So, hier kann ich noch runter. Ah, da ist ein Diamant. Ein Ring der Gesundheit ist da. Okay. Komme ich da?
denn an die daran? Muss ich da sprengen? Oh, Tatsache. Krieg dafür eine andere Fackel. Fackel der Weise. Ach so. Ja, habe ich nicht gerade irgendwas anderes gelesen? Keine Ahnung, anscheinend nicht. Oh, da ist ein Schlüssel gelandet. Ach so, weil ich jetzt die Fackel der Weisheit habe. Die ist schon besser. Das wäre schon dann die Fackel, die ich grundsätzlich immer wählen sollte, glaube ich. Ach Mist. So, hier ist auch nochmal ein Bosskampf. Ah, das ist wie gegen Schattenlink, ne? Läuft aber. Okay, war das jetzt nur für Diamanten? Was ist das? Was macht das? Ich weiß nicht, was das macht, aber ist auch egal. Oh! Was hab ich denn da befreit? Was macht das? Man weiß es nicht. Ja, da will ich eigentlich nichts kaufen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Glaub, mehr gibt's hier nicht. Oh. Okay, die nochmal ausgelöst. Ja, das war das. War eigentlich dann nur für Diamanten. Nicht, dass die schlecht wären, aber nicht das, was ich gesucht habe. Ja, ich hätte gern eine. Gibst du mir eine? Danke für nix. Ach, das ist der Teil. Was war hier? Ah, hier konnte man Bogen schießen, ne? Nein, habe ich nicht. Noch nicht. Ja, ja. Aber hier konnte man Bogen schießen, richtig? Das habe ich doch damals relativ fix geschafft. Ich glaube, da gab es ein Herzteil für. Machen wir das doch gleich mal. Ja, ja, go. Ich krieg das hin. Ja. Ja, lass mich doch da hoch. Ich bin so schlecht. Oh, ich krieg ein Herzteil. Nice. Die Frage ist, kriege ich noch mal eins? Oder habe ich dann jetzt schon das Hauptding gewonnen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe das Hauptding schon gewonnen. So. Haben wir hier noch was? Lass die Hühner in Ruhe. Ja, das bin ich. Ach, okay, er sagt so. Ich hab mir schon gedacht, hä? Dich lass nicht was in den Augen. Ja, mach das. Ist okay. Oh, Biene. Gib mir Diamanten. Nice. So. Das Huhn lässt mich nicht ins Haus. Lässt mich... Alter, geh weg, Huhn. So. Oh. Gib mir dies. Das nehme ich doch sofort mit. Alles andere braucht man nicht. Ja, war ich. Die Frage ist, ob es nur das Herzteil da gibt oder mehr, aber ich hoffe, es gibt nur das Herzteil da. So. Okay, konnte man irgendwie speichern zusätzlich? Nein, nur speichern und Ende, ne? Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir den Part hier ab. Es sieht so aus, als ob wir wirklich alles nochmal neu spielen dürften. Aber es sollte eigentlich recht fix gehen. Wenn wir jetzt mal so gucken. Ich meine, ich kenne das Spiel ja schon, ne? Und wir haben ja schon recht viel aufgedeckt. Wir müssen zu dem Tempel, wir müssen zu dem Tempel in der Wüste und die anderen Sachen haben wir noch nicht aufgedeckt, je nachdem, wo was ist. Ist ja immer ein neuer Seed, ja, das heißt, die Karte ist ja komplett neu.
gucken wir einfach mal, was uns noch so erwartet. Ne? Also, ich hoffe, euch unterhält das Projekt, auch wenn wir es schon mal gespielt haben, im Prinzip. Und ich weiß noch nicht, was mit Octavo jetzt alles neu ist, aber wir sind jetzt Octavo. Gucken wir mal, was da passiert. Danke fürs Zuschauen und tschüss.